Was zur Hölle ist das? BSG schießt sich erneut ins Knie mit der neuesten EOD. 250 Euro Edition mit Pay to Win. Ballistic Games hat gerade die neue Edition vorgestellt, die die EOD ersetzen soll im Grunde. Und vergessen wir mal den Preis von 250 Euro ohne Steuern. Das wäre 300 plus mit Steuern. Aber die Dinge, die man kriegt, das ist nicht mehr feierlich. Zum Ersten, der Stash wird noch größer, ist klar. Aber man kann auch den Tarkov Singleplayer-Modus spielen mit dem Game. Ohne Wipes und der Progress bleibt für immer bestehen. Und eigentlich ist das schon gegen das Konzept der EOD, denn da hieß es, alle DLCs sind da enthalten. Und jetzt kommt etwas, was im Grunde ein DLC ist, aber die EOD-Spieler nicht erhalten werden. Also eigentlich hat BSG hierbei straight up gelogen. Dann erhält man höhere Character Skills von Anfang an, mehr Taschenplatz, noch mehr Equipment, Dinge wie eine Waffenbox, eine Scav Junkbox, eine Munitionsbox, erhält man alles schon dazu. Flea Market Slots, besseres Standing mit Fans. Dann ein Item, was in den Equipment-Slot kommt. Heißt, man kann es nicht verlieren. Dieses Item spart euch 50% bei irgendeinem Cash-Service, wie zum Beispiel das BTR oder das Auto. Ihr zahlt nur die Hälfte. Außerdem kriegt ihr Versicherung 30% schneller und Scavs schießen nicht länger auf euren PMC. Wenn ihr 60 Meter weg seid und eine Fans-Rap von 6 plus habt, wo ist das nicht Pay to Win? Es wird noch besser. Als Besitzer dieser Edition kriegt man im Hideout ein neues Item in Zukunft, dass wenn man Probleme im Raid hat, kann man seine Freunde rufen und die können in den Raid reinjoinen und euch unterstützen. BSG, what the fuck? Die EOD an sich war schon Pay to Win mit der Zeit, die man spart, dem Plus an Items, die man kriegt, wie eine Case oder Start-Equipment oder dem Stash. Das hat alles Zeit und Geld erspart, was in dem Spiel, wo es um Progression geht, die Definition von Pay-to-Win ist. Aber das schlägt dem fast den Boden aus. Alles, was das Game braucht, sind regelmäßige Events. Das ist alles. Und wenn finanzieller Support da sein muss, gegen Cosmetics hat niemand was. Aber das, Alter, no way. Ich weiß nicht, was bei BSG gerade falsch läuft, aber das ist es definitiv nicht. Macht doch einfach ein paar Events. Hier und da mal Bosse 100%. Macht Reschalla und, keine Ahnung, Stürmen 100% für ein paar Tage auf Customs und schon haben wir was zu tun. Aber den Scheiß, den dürft ihr wieder mitnehmen.